Das schnelle Gericht wird Ihnen präsentiert von Frankenland. Heute im schnellen Gericht Tortellini Caprese Salat. Es ist Sommer, Leute. Müsst ihr machen. Schöne Olivenspieße dazu. Machen wir zusammen. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum schnellen Gericht für unseren Caprese-Salat. Was brauchen wir denn heute? Natürlich frischen Basilikum, Blätterteig. Ja, da machen wir nämlich schöne Olivensticks dazu, zeige ich euch. Tortellini frisch, also durchaus mal an Pfennig mehr ausgeben. Frische Tortellini kaufen, ob ihr jetzt dann vegan macht oder in dem Fall mit Bolognese. Eure Entscheidung natürlich. Das sind grüne und schwarze Oliven. Das machen wir nämlich später so Blätterteig-Sticks dazu als kleinen Gag. Tomaten, aber jetzt dann Rispentomaten oder so ein Cocktailtomatenmix, was ich da gefunden habe, nehmt, ist natürlich euch überlassen. Hauptsache schöne frische Tomaten, kriegt man überall. Limetten ein wenig für die Säure, Parmesan zum Neireim, Pinienkerne. Tja, heute weiß ich, wie teuer Pinienkerne sind. Man könnte auch Haselnüsse, Walnüsse, Mandeln nehmen, würde genauso reichen. Okay, Pinienkerne kosten richtig Geld mittlerweile. Was haben wir hier noch? Knoblauch, Schalotten. Habe ich schön gefunden, natürlich Baguette oder was ihr Lust habt. Olivenbuns sind es, also fein, fein. Büffelmozzarella, wenn ein Chili da vorne, Olivenöl habe ich da und die Sticks, wo wir später unsere Oliven wieder aufstechen. Haufen Komponenten, aber leckere Geschichte. So, mit was fangen wir denn an beim Nudeln kochen? Ich habe mein heißes Wasser vergessen hier. Zack, Wasser drauf, Vollgas, Gott sei Dank haben wir Induktion. Und was darf man nicht vergessen? Natürlich salzen, wenn wir Nudeln kochen, weil dann kannst du dich anstrengen, wie du es magst. Wenn kein Salz im Wasser ist, taugt nicht, okay? So, mit was legen wir los? Nudeln kochen wir, wenn das fertig ist, ja. Passt auf, jetzt fangen wir mit unseren Sticks an, weil die können wir schön vorbereiten. Schaut her. Fast ein wenig brüchig. So, was machen wir denn? Diese Größe. Einmal schneiden, dann haben wir ein wenig Platz, dass man zugucken kann. So, schaut her. So machen wir das. Streifen schneiden. Tja, einmal. Probieren wir mal einmal in die Mitte, probieren wir mal aus, was rauskommt. Passt auf, ganz einfache Geschichte. Schönes Fingerfood auch, ja. Also wenn ihr mal nicht wisst, was ihr noch machen sollt, dann macht ihr genau das. Coole Geschichte, einmal rum, grün drauf und so weiter. Natürlich vorne, jetzt hätten wir es ganz gelassen. Hätte Fahrradkette, dann nehmen wir jetzt halt zwei verwenden, also gar nicht durchschneiden. Dann passt es auch. So bereiten wir jetzt das vor. Das müssen wir da vorne wieder hinlassen. Ich das ist schon lang her, aber coole Idee. Schaut her. Ja, und so bereiten wir jetzt einmal ein paar Sticks vor. Na, ist doch zu lang. Ja, Mörtel. Mörtel, Mörtel, Mörtel. Und dann setzen wir das auf unser Blech. Passt auf, braucht Platz. Habe ich ja ein riesen Brett und wieder kein Platz. So setzen wir das drauf. Und man darf durchaus mehr. Probieren wir gleich nochmal an. Man darf durchaus mehr Blätterteig außenrum machen. So, fangen wir nochmal an. Dass wir es zusammen gleich mal lernen hier. Einmal, zweimal, damit wir nämlich keine Zwischenräume haben. Eins, zwei, drei, vier. Also ihr seht, ein bisschen Luft braucht er. Aber es hilft ja nichts. Und jetzt, aha. Na, immer noch nicht weiter. Hier haben wir keine Verbindung gehabt. Egal, also Blätterteig drüber, macht er wie er denkt. Je sauberer das er arbeitet, das ist schon immer alte Hacken. Je sauberer ihr arbeitet, desto schöner werden eure Spieße. Da hätte ich jetzt einmal gesagt, wir gehen gleich in unsere erste Pause. Ich mache mal hier sechs so Spieße vor.
Bis dahin sollte mal Wasser kochen, dann schmeißen wir unsere Tortellini ins Wasser und dann legen wir los, dass wir endlich was zum Essen kriegen. So, 6 Spießchen habe ich rausgebracht, aber es waren nicht an die schwarzen Olivenklingen, das waren die grünen Klingen. Also so viel habe ich gar nicht genascht. Ich habe schon genascht, aber ja, ist halt anders. Na? 10 Minuten, was haben wir da? 190 habe ich mal drin stehen. Könnt ihr auch 200 machen, kein Problem. Mein Wasser hat natürlich in der Zwischenzeit gekocht. So, und jetzt haben wir einen Vorteil. Frische Tortellini. Heißt, die müssen bloß ein paar Minuten kochen. In der Zwischenzeit. So, jetzt passt auf. Das muss jetzt mal weg. Mir ist das. Ich brauche Platz, ich brauche Luft. Ich habe immer das Gefühl, ich kann nicht schnaufen, gell? So, jetzt können wir doch langsam das Arbeiten anfangen. Schaut her. Kirschtomatensalat. Also Caprese. Caprese, original Caprese, ist Tomate, Mozzarella, Basilikum, Balsamico, Basilikum, Salz, Pfeffer, Olivenöl, fertig. Ja, typisches Caprese, also Pesto, ist dann dazugekommen. Ist es schön, muss aber nicht sein, kann sein, okay? Und dann, weil das ja Tomate Mozzarella ist, sollte man schon eine ordentliche Portion Tomaten mit reinmachen. Also ich hätte jetzt mindestens so viel Tomaten gemacht, wie wir Tortellini haben. Tortellini haben wir 200 oder 250 Gramm. Tja, das sollte man nämlich wissen. Dann wissen wir, was wir schneiden müssen. So, schaut her. Und wenn ihr große Tomaten nehmt, ja, durch das Häusler auf jeden Fall raus, ja, also wie heißt es, in Strunge auf jeden Fall raus, Katastrophe, wenn man irgendwo essen geht und der Strunge ist noch drin. So, und ich mache das jetzt gern so und immer schön den Ofen im Auge behalten. So werde ich das machen, wenn ich große nehme. Ja, es kann Haus mehr oder weniger raus, ist nicht die Pflicht, dass ganz draußen ist. Ich finde es aber schön. So, schau her, und dann würfel die. Man könnte auch spalten, aber ich finde es schon so lecker. Und dort raus kann ich Soße machen, Ei kochen. Also, so würde ich tun. Schaut her. Was haben wir? Knoblauchzehe. Also ist nicht original, ja. Schalotte, auch nicht original. Aber ich finde in einem, ja, wie soll man sagen? Wir kombinieren ja was. Wir machen ja einen Nudelsalat und wir machen Caprese. Und das Ganze wird kombiniert. Nudelsalat, na okay, könnte man sich jetzt auch streiten, ob da Schalotten mit reinkommt. Ich, ganz feine Ringe, schau her, hauchdünn, okay. Oder Raspel, unser berühmtes V, ein Hobel und fein drüber jagen. Das muss jetzt schon Pflicht sein, da kannst du jetzt nicht grobe Stücken an reinmachen. Das ist nichts, okay. So, schau her. Wow, ha? Da hat man schon Angst, auf dem schönen neuen Brett hier vom Federl zu schneiden. Das könnte ja irgendwas sein. Aber ist schon cool, so ein großes Brett. Habe ich nämlich heute neu bekommen und habe mich gefreut. So kann man einem Koch eine Freude bereiten. Einfach mal ein neues Brett herlegen. So, schau her. Knoblauch. Und dann haben wir es schon. Grundsätzlich unseren Salat. Wer Bock hat auf Chili, das Ganze ein bisschen spicy machen. Hauchdünn. Und wenn ihr empfindlich seid oder alte Schwitzer seid, so wie ich, aber momentan passt, dann zieht euch Handschuhe an, weil wenn ihr da euch später euren Schweiß abwischt, weil ihr nicht dran denkt, dann brennt euch einmal das Ganze auch so ungefähr. Ja, Parmesan noch drüber. Also ihr seht schon, wir machen einen richtigen Haufen Komponenten. Wir machen einen richtig schönen, geilen, saftigen Nudelsalat, okay? Das ist unser Ding, was wir heute machen. Jetzt könnten wir es nun kombinieren, wenn wir unser Brot schön mit Olivenöl anbraten, dann könnte man einen Caprese Brotsalat machen. Ich möchte, was wir alles machen könnten. Ha? Also, wir bleiben mal bei unserer Grundidee. Schau her. So, die brauchen jetzt noch 10 Minuten. Die gieße ich jetzt ab, mach's ein bisschen kalt. Und dann seid ihr wieder da, weil dann mischen wir das alles zusammen und richten an. Oder wir lassen es in der Schüssel und probieren einfach. Feine Geschichte, okay? Also bis gleich. Pinien kann ich natürlich auch noch dazu. So, hier, schaut mal. Ich habe
Salatdurchschlag von zum Abgießen. Aber es hat genauso funktioniert, okay? Schauen wir her. Jetzt schön salzen. Natürlich die Tortellinis davor probieren. Nicht zu lange im Wasser liegen lassen, weil das natürlich wieder auszuhört. Was haben wir da gelernt? Rücken vom Messer nehmen. Einmal drüber. Schaut mal, wie das funktioniert. He? Besser wie eine Presse. Oh. Riechen tut's. An was erinnert mich das? An Tequila, ja genau. Richtig, so riecht es. Richtig lecker mit Limette. Dann haben wir noch unseren Büffelmozzarella. Schau her. Und dann haben wir noch einen traumhaften, schönen Caprese Tortellini-Salat. Okay? Schaut mal her. Nicht sparen hier. Grob durchhacken. Finde ich gar nicht so attraktiv, wenn das so klein gehackt ist. Ich finde es schön, wenn man da so große Blätter drin hat. Schaut her. Ha? Feine Geschichte. Und so lasst ihr den jetzt eine halbe Stunde stehen. Und dann schmeckt dann bitte nochmal nach. Also nicht frisch machen und dann mitnehmen, sondern machen, halbe Stunde stehen lassen. Hätte ich was meine Oliven vergessen, gell? Frisch machen, eine halbe Stunde stehen lassen und dann nochmal nachschmecken. Ganz wichtige Geschichte. Schau mal, jetzt kann ich mal Zweigler getrost drauflegen. Olivensticks dazu. Leckere Geschichte. Guten Appetit. Das schnelle Gericht wurde Ihnen präsentiert von Frankenland.